Hallo und herzlich willkommen hier zu einer niegelnagelneuen Ausgabe, 3 Wochen nach meiner Reha von Vlog am Samstag. Natürlich mit den aktuellen News zum Thema der letzten 3 Wochen ausgefallenen Vlog am Samstag-Episoden. Eventuell werde ich da noch einen kurzen Zusammenschnitt machen, ein Kurzvideo mit den wichtigsten News, was mir passiert ist in den 3 Wochen. Falls es wem interessiert. Ansonsten, lassen wir es sein. Aber das soll uns heute nicht daran hindern, die heutigen News zu genießen. Und zwar geht es heute um Folgendes. Wir fangen natürlich wie immer an mit den Film-News. Da geht es um die erste News. Und zwar die Mumie. Erstes Video zum Monster-Reboot mit Tom Cruise. Ja, ihr habt richtig gehört. Die Mumie wird neu verfilmt, mal wieder. Mit Tom Cruise. Und zwar, die modrige Mumie meldet sich zurück. Ein kurzes Video kündigt einen baldigen ersten Trailer zum gruseligen Actionfilm mit Tom Cruise und Sofia Boutella an. Dazu gibt es ein erstes Poster. Das Bild seht ihr hier unten bei mir. Ja, interessant. Wer den Trailer sehen will, das Ganze könnt ihr bei über GameStar machen. Da, wo ich auch meine News teilweise herbeziehe. Dort gibt es auch den Trailer dazu. Bin gespannt, wie er denn wird, der neue Mumie. Oder die Mumie. Gut, nächste News, die klingt für mich schon eher wie so eine Art Androhung, muss man ehrlich sagen, denn es wurde ja jetzt der eine Ghostbusters, also das heißt, Ghostbusters wurde ja neu verfilmt mit den Mädels jetzt und der ist ja gnadenlos gefloppt und jetzt sagt Ghostbusters-Produzent Ivan Reitman, verspricht weitere Filme. Ja, das klingt für mich, ich weiß nicht, ob das so gut ist, denn ganz ehrlich, nach dem mäßigen Kinoerfolg von Ghostbusters mit Kristen Wiig und Melissa McCarthy sieht es derzeit schlecht für eine Fortsetzung aus. Nun meldet sich Produzent Ivan Reitman zum Wort und verspricht weitere Filme. Ja, ganz ehrlich, wenn er weiterhin so eine Version davon macht mit den Mädels und so weiter, der ja nun wirklich gnadenlos gefloppt ist, was man auch absolut irgendwo verstehen kann. Der war ja schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Dann sollte man es wirklich lassen. Entweder man macht es wirklich vernünftig mit den Jungs, mit den originalen Jungs. Und selbst wenn es nur irgendwie eine kleine, kleine Rollen oder so weiter sind, aber vernünftig, aber nicht so. Ja, ich würde es lassen. Also wenn er wieder mit den Mädels so machen will, ich würde es lassen. Gut, nächste News. Star Wars. Und zwar folgendes. Es geht um das Star Wars Gerücht. Und zwar, Lucasfilm hat Größeres mit Obi-Wan Kenobi vor. Kommt nach Rogue One auch ein Spin-Off zu Obi-Wan Kenobi? Gerüchten nach könnte schon bald ein Wiedersehen mit dem beliebten Charakter aus dem Star Wars Universum geben. Nicht nur in einem Solo-Film. Ja, bin mal sehr gespannt. Es wurde ja jetzt Rogue One, kommt ja raus jetzt im Dezember. Und Boba Fett sollte ja auch noch verfilmt werden und so weiter. Also, und vor allen Dingen Han Solo sollte ja auch noch gemacht werden. Warum nicht? Könnte interessant werden. Eventuell von seiner Ausbildung und was weiß ich nicht was. Könnte bestimmt interessant werden. Also da wäre ich auf jeden Fall dafür. Gut, das waren auch schon die Film-News für diese Woche. Gehen wir weiter zu den Gaming-News. Und auch hier wieder ein Star-Wars-Thema, nämlich SWTOR. Star Wars The Old Republic Add-on Knights of the Eternal Throne Online. In Star Wars The Old Republic startet heute das neueste Add-on Knights of the Eternal Throne. Darin steht erneut die Story im Vordergrund. Gruppenspieler bekommen im Endgame aber auch einiges geboten. Ja, ich bin mal gespannt, denn die Story bis dahin war sehr interessant zu sehen und zu erleben. Und jetzt geht's endlich weiter. Ich werde es mir auf jeden Fall auch zocken. Definitiv, während hier gerade ein Kabel absackt. Egal. Und ja, es ist endlich draußen und wir können endlich zocken. Gut, nächste News. Und zwar geht es jetzt um Titanfall Online. Was steckt hinter dem neuen Shooter? Für den asiatischen Markt entsteht derzeit Titanfall Online. 2017 soll der angepasste Shooter erscheinen, der auf Titanfall 1 basiert. Ja, Titanfall 2 ist ja auch erst vor kurzem veröffentlicht worden. Sieht auch fantastisch aus. Bin auch ehrlich gesagt ein bisschen scharf drauf, eventuell mir den noch zu holen, das Spiel. Und jetzt soll es wohl eine Online-Variante geben für den asiatischen Markt. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Gut, nächste News. Es geht jetzt um den Euro Truck Simulator 2. Erweiterung. Viva la France steht kurz vor Release. SCS Software hat den konkreten Release-Termin der Erweiterung Viva la France für den Euro Truck Simulator 2 bekannt gegeben. Am 5. Dezember 2016 geht's los.
Das heißt wieder etwas mehr neue Kilometer abreißen, neue Fahrten machen, einfach auch die schöne Gegend genießen und entspannen beim Truckfahren. Ich wünsche allen Truckern da draußen, die das Game lieben, viel Spaß damit. Gut, nächste News. Es geht um Silence The Whispered World 2. DRM-freie Version, sofort, und betone, sofort, massiv raubkopiert. In einem Interview mit dem Branchenmagazin Gamesmarkt hat der Daedalic-CEO Carsten Fichtelmann erneut den nötigen Stellenabbau begründet. Die Umstellung hin zu einem Konsolen-Publisher begründet er mit den immer noch gravierenden Problemen von illegalen Kopien am Beispiel von Silence The Whispered World 2. Ja, ist natürlich schade, wenn durch sowas, sag ich mal, Arbeitsplätze verloren gehen und ein tolles Spiel irgendwo dadurch natürlich so geschadet wird. Also das sollte man wirklich nicht machen. Es ist nicht gut. Also, liebe Leute, keine Raubkopien machen. Gut, nächste News. Planet Coaster Update 1.02 samt Patch Notes Winter DLC kurz vor Release. Frontier Development hat das Update 1.02 für die Freizeitpark-Simulation Planet Coaster veröffentlicht. Wir haben die Patch Notes. Außerdem gibt es einen Release-Termin für den kostenlosen Winter DLC. Ja, wer die Patch Notes lesen möchte, kann das auf der GameStar machen und da habe ich diese News her und das Winter DLC soll wohl am 15. Dezember erscheinen. Auch mit neuen Inhalten und so weiter. Geile Sache, also die scheinen wirklich Gas zu geben. Ich hoffe, dass es auch so bleibt und nicht so wird wie bei City Skylines, wo wir auch später noch drauf zurückkommen werden. Gut, nächste News betrifft Agony Kickstarter erfolgreich. Release-Zeitraum für Höllenhorror. Agony hat sein Kickstarter-Ziel bereits um mehr als das Doppelte übertroffen. Als nächstes Stretch-Goal wirkt nun ein Virtual-Reality-Support für das Höllen-Survival-Horrorspiel. Auch ein grober Release-Zeitraum steht. Ja, cool, dass sie es schon geschafft haben. Finde ich nicht schlecht. Könnte eventuell echt cool werden. Vielleicht so eine Art neues Doom. Warum nicht? Der Release-Zeitraum soll wohl für das zweite Quartal 2017 sein, also eingeplant sein. Wir sind mal gespannt. Gut, das waren auch schon die Gaming-News. Kommen wir jetzt schon zu den Technik-News. Und da starten wir gleich und sofort mit Apple iPhone 7. Grafikchip nur eine Minute lang wirklich schnell. Der Grafikkern des A10-Prozessors im iPhone 7 von Apple kann angeblich nur eine Minute lang die beworbene hohe Leistung liefern. Danach wird die GPU wegen Hitzeentwicklung deutlich gedrosselt. Also, alles schön und gut, ne, wenn du so eine einen tollen Grafikchip hast, aber der dann nach einer Minute schon abkrepelt, weil er zu heiß wird, kann nicht Sinn der Sache sein. Also, sorry, aber das ist echt eine Scheiße gelaufen und ganz klar am Ziel vorbei entwickelt, würde ich mal sagen. Nicht gut, gar nicht gut. Gut, nächste News. SSDs von Seagate. Modelle mit 10.000 Megabyte die Sekunde und 60 Terabyte Kapazität angekündigt. Mann, was für Zahlen. Der Hammer. Seagate hat für das nächste Jahr neue SSDs angekündigt, die vermutlich einige Rekorde brechen. Ein Modell mit PCI-Express-Anschluss kann 10.000 Megabyte pro Sekunde liefern. Ein anderes bietet 60 Terabyte Speicherkapazität bei hoher Energieeffizienz. Geile Nummer. Also die ja, die Festplatten werden auch immer schneller, immer mehr Speicherkapazität. Ich hoffe nur, dass der Preis dann auch moderat ist, beziehungsweise, dass er nicht in exorbitante Höhen schnellt. Gut, nächste News betrifft Windows 10 Neon. Neues Design der Benutzeroberfläche in Arbeit. Microsoft arbeitet laut inoffiziellen Informationen an einem neuen Design der Benutzeroberfläche von Windows 10, die auch für kommende neue Geräte geeignet ist. Ja, ich bin mal gespannt. Ich besitze ja mittlerweile auch Windows 10, bin absolut zufrieden und schön, dass da immer weiter gewerkelt dran wird. Bin gespannt, was uns dann dort erwartet. Gut. Kommen wir jetzt zum Flop der Woche schon. Und zwar geht es um Folgendes. Deutsche Telekom. Ausfälle waren schlecht programmierte Schadsoftware-Angriffe. Seit letzten Sonntag war das, hatten viele Kunden der Deutschen Telekom Probleme mit ihrem DSL-Anschluss und folglich mit IP-Telefonie und IP-TV.
Laut Telekom waren rund 900.000 Kunden mit bestimmten Routern betroffen, die sich nicht mehr mit dem Internet verbinden können. Der Verdacht auf einen Angriff hat sich bestätigt. Ja, ihr lieben kleinen Hacker, ihr möchtet gern Scheiße, sage ich jetzt mal ganz klipp und klar. Was habt ihr davon? Geht euch dabei einer ab? Habt ihr dabei den hier? Oder was ist los? Also ganz ehrlich, wer auf so eine scheiß Idee kommt, Leute mit sowas zu strafen irgendwie, warum auch immer. Sorry, ihr seid der absolute Flop der Woche und deswegen geht's von mir ganz klar 2 Daumen runter. Geht gar nicht. Gut. Kommen wir jetzt schon zum Top der Woche diese Woche. Und das geht jetzt an den, beziehungsweise es handelt sich um die Game Awards 2016. Und ein Sieger davon hat gleich vierfach abgreifen können. Und zwar reden wir hier über Blizzard. Und für das Spiel Overwatch. Und die bekamen nämlich gleich vier Preise verliehen. Unter anderem, um es mal nur zu nennen, Game of the Year, was sehr prestigeträchtig ist. Game of the Year Overwatch. Dann Best Game Direction. Auch wieder für Overwatch. Sowie für, was haben wir da noch? Was war es noch? Schlecht vorbereitet. Ich bin schlecht vorbereitet. Da waren auf jeden Fall noch zwei andere. Und zwar für Best Multiplayer natürlich. Ist ja ein Multiplayer-Game, ne? Und eins haben wir noch, und zwar Bestes E-Sports-Game. Ja, vier großartige Preise für das Spiel Overwatch von Blizzard. Dafür, Gratulation von mir und 2 Daumen hoch, ne? Top der Woche. Nicht schlecht. Gut, kommen wir jetzt zu der Abzocke der Woche, wo ich meine, es geht um City Skylines, ne? Das Spiel hat ja wirklich wunderbar toll angefangen, hat EA SimCity in den Boden gestampft ohne Ende. Das ging ja wirklich, ne, zack, im Vorbeigehen. Dann kam noch ein großartiges Add-on, das mit den Tag und Nacht, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es war, Daylight oder wie es hieß, ne? Und dann kam ja schon dieses Winter-Add-on-DLC, wo es schon deutlich nachgelassen hat, auch vom Umfang her, von der Spielbarkeit und so weiter und so fort. Und von auch, dass man da nur im Winter machen konnte. Und jetzt haben sie, ja, Natural Disasters herausgebracht. Wieder ein DLC, wieder für 15 Euro. Und es ist einfach so, dass, was soll man sagen? Es wird meiner Meinung nach für den Umfang, was dort geboten wird, ist es zu wenig. Ich meine, warum sollen wir denn unsere schön aufgebaute Stadt kaputt machen wollen? Bei SimCities hatte man auch zwar die Möglichkeit, dort Katastrophen zu starten, aber die waren schon von vornherein drinne. Immer. Grundsätzlich. Und hier müssen wir uns extra ein DLC kaufen für 15 Euro, was zwar tolle Katastrophen, gut durchdachte Desastermechaniken, einfach zu bedienende Szenario-Editor und Radiostationen und neue Richtlinien einführt, aber auf der Kontraseite weiterhin keine Verbesserung an der KI, keine Notfallregeln für den Verkehr, Fluchtrouten, nur neue Buslinien, neue Fahrzeuge stehen sich gegenseitig im Weg, keine neue Option zur Verkehrssteuerung. Sorry, aber das ist definitiv zu wenig, für 15 Euro DLC rauszuhauen, nur damit wir ein bisschen was kaputt machen können. Geht gar nicht und deswegen für mich Abzocker der Woche. Leute, ihr habt es doch mal, ihr habt es doch drauf gehabt, ihr habt doch wirklich ein tolles Game. Warum müsst ihr es jetzt mit so etwas, ja, immer mehr in den Sand setzen, sage ich mal. Entweder hört auf jetzt damit, für City Skylines DLCs zu entwickeln und macht ein City Skylines 2, aber von vornherein dann gleich auch mit den Sachen, die ihr jetzt als DLCs rausgeknüppelt habt. Oder aber macht vernünftige DLCs zu einem fairen Preis. 15 Euro für die paar Kleinigkeiten hier sind definitiv zu viel für mich. Ganz klar Abzocker der Woche. Gut, das war's auch schon mit der Ausgabe diese Woche. Zum Thema Lingen bzw. meiner Reha werde ich natürlich auch noch ein Video raushauen. Das werdet ihr wahrscheinlich morgen erleben. Und es wird ein Special-Video kommen mit dem guten Das Scheißerle. Zum Thema Spendenstream, da wird noch eine große Überraschung kommen. Seid drauf gespannt. Das wird wahrscheinlich aber erst Montag bzw. Sonntagnacht veröffentlicht, weil der gute der Scheißerle ja auch arbeiten ist in Amerika. Zeitverschiebung.
Ja, es wird wahrscheinlich erst Montag veröffentlicht. Seid aber gespannt. Da wird es tolle Infos geben zu einem tollen Projekt, was bald gestartet wird. Für einen wirklich guten Zweck. Da solltet ihr euch wirklich reinziehen mit Infos, was es dort geben wird und, und. Wie gesagt, das kommt am Montag wahrscheinlich erst. Und ansonsten, wie immer heißt es, nichts mehr verpassen. Einfach das Abo dalassen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Ansonsten halt nicht. Und ja, viel Spaß weiterhin auf meinem Kanal. Ich bin für heute raus. Macht's gut, euer Ed.